Sarah Connor, dieses Konzert in der Glocke, das hatte jetzt hier schon Tradition in Bremen. Ist es ein Stück weit auch wie nach Hause kommen? Ja, natürlich, klar. Also erstmal war ich schon oft zu Gast in der Glocke. Und dann habe ich jetzt hier, glaube ich, schon 3 oder 4 Mal gespielt. Ich glaube, heute Abend ist das, glaube ich, das 4. Mal. Und das ist natürlich immer, ich meine, wenn ich nach Bremen reinfahre, dann klopft mein Herz, dann ist das so ein bisschen wie verliebt sein, dann bin ich zu Hause. Klar. In jeder Ecke und in jeder Straßenecke, in irgendwelchen Läden, Restaurants, Straßen, habe ich an der Schlacht, wenn ich da vorbeifahre, habe ich natürlich immer so Erinnerungen an ganz viele schöne Momente. Was ist denn der schönste Moment? Hast du einen? Der schönste Moment in Bremen? Oh. Ach, ich habe viele schöne. Mein erster wunderschöner Moment war das Konzert von Michael Jackson 92 im Weserstadion. Du hast ja in letzter Zeit viele Casting, ja einfach Aufträge gehabt. Ist das Auftreten ein bisschen zu kurz gekommen in letzter Zeit, dass du Konzerte geben konntest? Nein, ich habe viele Konzerte gespielt. Das Casting mache ich ja schon seit über einem Jahr nicht mehr. Das habe ich 3 Jahre lang gemacht, die Show X-Factor, genau. Das habe ich jetzt gelassen, weil ich einfach nicht mehr dazu gekommen bin, meine eigene Platte fertig zu machen. Ich habe sie immer noch nicht fertig, aber ich arbeite dran. Und habe ganz viele Konzerte gespielt, so hier und da, aber keine zusammenhängende Tournee. Und deshalb freue ich mich auch sehr darüber, dass wir jetzt das hinbekommen haben und diese Weihnachtstour spielen mit André Hermin und diesem wundervollen Swingdance Orchestra, also dieser Swingband. Aber das ist schon was ganz Besonderes. Das ist schon ein ganz besonderes Gefühl, auf der Bühne zu stehen mit so einer tollen Kombo. Wünsche ich dir viel Spaß bei. Vielen Dank. Dankeschön.